großartige Events stehen an. Wirf einen Blick in deinen Rennkalender. Das ist wieder nur eine erste Einladung. Du musst zeigen, dass du in ihrer Disziplin mithalten kannst, damit du erneut eingeladen wirst. Toge wird im Modus Best of Three gefahren. In jeder Runde gelten unterschiedliche Startbedingungen. Um eine Runde zu gewinnen, musst du entweder 5 Sekunden vor dem anderen Fahrer liegen oder als erster über die Linie fahren. Vermeide Kollision. Bei mehr als einer leichten Berührung verlierst du die Runde. Erwarten dich ein paar technisch anspruchsvolle Passagen. Bleib immer konzentriert. Bei nur einem einzigen Gegner darfst du dir nicht viele Fehler erlauben. Bleib voll konzentriert. Er fällt zurück. Vergrößere deinen Vorsprung noch. Auf. Gib alles. Du fährst ihm davon. Vergrößere weiter deinen Vorsprung. Lässt die vermeintlich schwierigste Disziplin wie einen Spaziergang aussehen. So machst du auf dich aufmerksam. Beim Toge gibt es nur dich, deinen Gegner und die Straße. Volle Konzentration. Du hast ihn mächtig unter Druck gesetzt. Jetzt mach den Sack zu. Von der hinteren Position aus zu gewinnen, ist eine echte Demonstration von Stärke.
musst das Auto wählen, mit dem du an den Start gehen willst. Eine kluge Wahl. Wir fassen hier in Asien langsam Fuß. Du kannst entweder weiter gegen die Kowloon Dragons fahren oder die Einladung von Dubai VIP annehmen, dem exklusivsten Racing Club in den Emiraten. Die Strecken in Okutama haben extreme Steigungen. Du musst unbedingt das Tempo hochhalten. Du ziehst schön davon. Push weiter. Gib alles. Fall zurück. Vergrößere deinen Vorsprung noch. Du hast einen schönen Vorsprung. Versuch diese Runde schon vor der Ziellinie zu entscheiden. Klasse! Du lässt die vermeintlich schwierigste Disziplin wie einen Spaziergang aussehen. So machst du auf dich aufmerksam. Als du vorhattest, dein Auto zu zerstören, dann hast du gute Arbeit geleistet.
hast die Runde fast gewonnen. Er kann nicht mithalten. Dein linkes Vorderrad scheint etwas beschädigt. Rechne damit, dass das Auto etwas zur Seite zieht. Tolle Offensivleistung. Du hast ihm keine Chance gelassen. Immer etwas Neues. Wenn du eine Herausforderung suchst, probier es aus. Hongkong hat eine hohe Kurvendichte. Achte also auf die ständigen Gewichtsverlagerungen des Autos. Okay, heute müssen die Dragons ihre Komfortzone verlassen. Nutze jeden noch so kleinen Vorteil aus. Sei zu Rennbeginn etwas geduldiger. Du hast das ganze Rennen Zeit, um nach vorne zu kommen. Beobachte jetzt genau seine Rennlinie und geh an ihm vorbei. Jetzt zeig mal, wer hier der Boss ist. Greif in den Kurven an und gib volles Rohr auf den Geraden. Sehr gut, das ist Platz 2. Platz 2 geholt. Tolles Rennen. Fahrzeughersteller reißen sich darum, dass du in ihren Autos fährst und diese den Fans präsentierst. Wenn du schnell genug fährst, kannst du das Auto hinterher mit in deine Garage nehmen.
Achte in den Bergabpassagen auf die extremen Gefälle. Hier können selbst die besten Fahrer überrascht werden. Arbeit. Er fällt zurück. Dein Vorsprung schmilzt. Du musst jetzt pushen. Mithalten. Push weiter. Lass dir das eine Lehre sein. Si Huang hat dich unterschätzt und hat verloren. Das kann selbst den Besten passieren. Du bist fast dran. Gib alles. Das sah nicht gut aus. Sieh zu, dass du dir keine weiteren Schäden einfängst. Mit diesem aggressiven Verhalten tust du mir keinen Gefallen. Diese Runde hast du verloren. Disqualifiziert. Versuchen wir es nochmal. Gib alles. Dein Auto zieht etwas nach rechts. Da muss ein kleiner Schaden rechts vorne sein. Schon Nerven wie Drahtseile, um von hinten zu starten und trotzdem zu gewinnen. Klasse! Wenn dir das gelingt, werden die Medien auf uns aufmerksam.